So, einmal moin zusammen. Ich spiele jetzt wieder Stardew Valley mit einem Problem. Ich war jetzt die letzten Wochen krank. Einer der Gründe, warum es die letzten Wochen eigentlich keine Streams gab oder ich Videos gemacht habe. Und ich habe einfach dann selber weitergespielt, denn Stardew Valley ist eigentlich ein simples Spiel. Das kann mir, glaube ich, jeder bezeugen. Also gut, später im Nachhinein wird es komplizierter. Aber an sich ist es so von der Mechanik her leicht, darum auch diese riesen Suchtspirale. Nur gab es dann ein Problem. Und zwar habe ich meinen eigenen Account außerhalb des Streams weitergespielt. Dadurch ist das Problem entstanden, dass ich da eine Spielzeit von über 24 Stunden habe. Und ich das Problem entwickelt habe, ich kriege keinen Unterschied mehr. Ich habe gerade in die Welt reingeschaut, wo ich gestreamt habe mit meinem Charakter. Und ich komme nicht mehr klar. Die Spitzhacke und alles, Bronze nur, beziehungsweise die erste Stufe, während das andere dann schon viel, viel weiter ist. Und ich kriege diese Differenz nicht hin. Also das ist mir zu schwer, da einen Trennstrich zu ziehen. Okay, das ist die Welt, das ist die andere Welt, da muss ich das und das machen. Das kriege ich nicht so gut hin. Darum habe ich mich entschieden. Ich fange nochmal von vorne an. Schade um die 2 Spielstunden. Das ist jetzt auch nicht besonders viel. Also gut, 2 Stunden hört sich immer viel an, aber wenn Stardew Valley ist, das eigentlich nichts. Und ich habe mir dann einfach überlegt, ich fange eine neue Welt an und... Ach, jetzt ist hier von. Ich fange eine neue Welt an. Aber, und da habe ich vorher geschaut, ich habe viele Streams geguckt, auch ein paar Videos. Und dann habe ich mich hiermit beschäftigt, mit den verschiedenen Farmen. Da gibt es ja einmal diese klassische Farm, die Farm, die eher ja, ein Flusstal ist mit ein paar Flächen, die Waldfarm, die Hilltop-Farm. Das hört sich nach bergig an, also überall Berge, wahrscheinlich nicht so viele Flächen zum Anpflanzen und die Farm, wo dann auch nachts Gegner kommen. So, und ich habe gesehen, dass sehr viele, wirklich sehr viele, nur diese Standardfarm spielen. Da dachte ich mir, vielleicht kann ich es besser auseinanderhalten, wenn ich einer der anderen Farmen spiele. Ja gut, das Problem, ich kenne die anderen Farmen nicht. Ich habe zwar eine ausprobiert, habe sie mir angeguckt, das war die Riverland-Farm. Und es ändert sich halt wirklich nur die Farben. Ich habe überlegt, vielleicht ändert sich ja auch die Stadt ein bisschen oder sowas. Hat sich nicht und das finde ich auch nicht schlimm. Also, da muss man sich auch nur auf der Farm umstellen. Aber so kann man sich das vielleicht besser zurechtlegen. Und ich habe mir überlegt, dass ich wirklich erstmal die Riverland Farm spielen werde. Ich habe auch die anderen Farmen überlegt, aber da habe ich halt keine Ahnung. Gut, bei der kann man sich's vorstellen. Da wird nachts auch gekämpft, da werden dann auch Monster kommen. Ich schätze mal ab 8 Uhr oder sowas. Mit den beiden habe ich mich noch nicht beschäftigt. Deshalb bleibt es bei der Riverland Farm, die ich jetzt auch spielen werde. Allein um den Unterschied zu haben, ja, ist es halt wirklich einfach nur schwer. So, kurz den Namen eingeben. Diesmal ohne Bindestrich, damit ich auch wirklich Unterschiede sehe, wenn ich auch den Spielstand wähle. Emtron, nehmen wir doch mal hier. Nur noch das STR da reinhauen. Hört sich zwar nach Straße an, soll für mich die Abkürzung für Stream sein. Fertig den Farmnamen, da bin ich so unkreativ und nenne es einfach nochmal Farm. Ich habe echt keine Ahnung, wie man eine Farm nennen soll. Also, da bleibt mir dann Farm Farm, das finde ich ganz lustig. Ja, sonst fällt mir nichts ein. Und nochmal Emtron finde ich auch blöd. Darum nenne ich es einfach Farm. Weiß gar nicht, warum sie nach dem Lieblingsgegenstand fragen, aber da schreibe ich auch einfach mal wieder Ball hin. Einfach nur so. Also es wird sich jetzt einfach nur drum handeln. Ich fange nochmal von vorn an. Lass die 2 Stunden 41, das habe ich noch davor nachgeschaut, dass ich, was ich auch echt schade finde, einfach beiseite liegen. Ich werde das Intro skippen, denn das ist das gleiche. Ich hoffe, das kennt jeder. Ansonsten kann man sich das auf YouTube auch irgendwo reinziehen. Ja, jetzt lade ich auch schon. Es wird auch den Unterschied jetzt geben. Das habe ich mit meinem anderen Spielstand schon gemacht, wo ich auch gestreamt hatte. Ich werde es auf YouTube hochladen. Dementsprechend werde ich auch immer wieder weiter reden. Probieren nicht so lange Leerlauf reinzubringen, auch wenn niemand zuschaut.
klar, Zuschauer zu kriegen ist ab und zu schwer. Da freut man sich dann immer, wenn jemand vorbeischaut. Jetzt haben wir Panacid bekommen. Da freut man sich dann immer, wenn jemand zuschaut. Aber wenn niemand zuschaut und man lädt es auf YouTube hoch, ist auch blöd, wenn man nichts sagt. Das sind diese Standardaufgaben, die sollte man auch kennen. Darum ist das jetzt einfach der Unterschied. Ich werde auch so reden. Ich freue mich natürlich, wenn ich mit den Zuschauern auch interaktiv arbeiten kann, dass die Fragen stellen oder einfach nur ein bisschen reden im übertragenen Sinne. Das ist jetzt halt auch die andere Farm, die man wirklich auch bei Twitch und so sehr selten sieht, finde ich. Die spielen halt wirklich fast alle nur die Anfangsfarm. Das ist halt wirklich von viel Wasser umgeben. Ich gehe mal davon aus, es gibt ja diese Fischfang, Gitter, Netze, irgendwas. Ich schätze mal, dass man später sehr viel hier damit arbeiten kann. Finde ich auch besser, auch ein bisschen mehr aufs Angeln zu setzen ab und zu, weil die Fische bringen ja wohl viel. Und wenn man dann später die verbesserten Angeln hat und alles, ist das Angeln natürlich auch viel leichter. Also ich habe das jetzt auf meinem anderen Spielstand auch gemacht. Da habe ich erstmal ewig überlegt, wie ich denn überhaupt Köder auf die Angel bekomme. Bis ich dann auf die Idee kam, vielleicht mal die bessere Angel zu kaufen. Und dann hat es natürlich auch funktioniert. Wie gesagt, ich habe ordentlich Spielzeit auf meinem anderen Account. 24 Stunden 7, wenn ich mich denn nicht irre. Also ich kenne jetzt einige Sachen, ich kenne noch nicht alles. Das heißt, es wird auch immer wieder Sachen geben, auf die ich treffe, die ich noch nicht kenne. 24 Stunden, ey, das ist echt wieder für morgens. Hört sich immer viel an, ist nicht so viel. Vor allen Dingen in so einem Game wie Stardew Valley. Das 24 Stunden, wer jetzt wirklich den ganzen Tag nutzt, wie mein Kumpel Mtron 1998, also dann ist 24 Stunden vielleicht ein Monat so im Gefühl her. So 15 Stück, die Zahl finde ich immer blöd, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, machen wir 7, 1 schmeiße ich dann wieder in eine Chester, die ich nachher machen werde. So, erstmal die blöde Saat hier pflanzen. Es ist immer noch ein Umstieg. Wenn man jetzt überlegt, auf einem anderen Account habe ich Gold bei der Gießkanne. Und jetzt wieder die Felder einzeln gießen. Da habe ich ja sogar, da muss ich jetzt fast rechnen, knapp 100 Felder, die von Sprengleranlagen bewässert werden. Was das Spiel natürlich auch deutlich einfacher macht. Also ich komme aus dem Haus, gucke mir so an, kümmere mich um meine Hühnchen und alles. Und dann ist der Tag zu Ende, dann geht es meistens in irgendeine Mine oder so. Und so viel mache ich auf der Farm schon gar nicht mehr. Natürlich ist das noch ein riesiges Einkommen und ohne die Mine wäre es auch gar nicht möglich, so viel zu farmen, weil man schon ausdauertechnisch an die Grenzen kommen würde. So, ich werde mir jetzt auch schnell Holz besorgen, um hier vor Haus die Truhen zu packen. Da ich ja wirklich strikt auf die Trennung der Materialien setze. Ich hasse es einfach, wenn alles durcheinander in den Truhen drin ist. Da kann man jetzt auch nicht so viel mehr zu sagen. Also, wer jetzt unbedingt will, dass ich den anderen Account weiterspiele, von denen, die da zugeschaut hatten, das kann ich machen. Aber ich sage, es wird immer wieder Momente geben, wo ich überlege, ja, habe ich das denn jetzt schon gemacht? Was muss ich denn als nächstes machen? Und wer nicht nur auf der Farm aktiv ist, sondern auch Mine oder da sogar eine Beziehung mit irgendeinem Charakter aufbaut, da verliert man einfach den Überblick zu schnell. Und das fand ich schade, wenn ich da jedes Mal mich wieder reinsteigern muss. Darum dann lieber eine andere Farm, anderes Gebiet und eventuell dadurch die Möglichkeit, das leichter zu trennen. Dann wollte ich noch drauf eingehen, es gab die letzten 2 Wochen eigentlich kaum Streams. Es gab auch keine weiteren Videos auf YouTube. Das lag schon allein daran, dass ich wirklich sehr oft krank war. Also ich lag ständig krank im Bett, konnte nichts machen. Es gab letzte Woche, wenn ich mich nicht irre, einen Stream. Und zwar Rainbow Six Siege hatte ich gespielt. Aber das auch nur, weil man da eigentlich nicht so viel quatschen muss. Am Ende habe ich viel gequatscht, da die Ladezeiten wirklich unendlich lang war. Ja, jetzt ist die Ausdauer schon wieder am Ende. Super. Da die Ladezeiten wirklich unendlich lang waren. Wegen diesem, was war das, dieses Event-Wochenende, Rainbow Six Siege war ja umsonst. So, eine Truhe erstmal herstellen. Ja, das ist auch wieder gewöhnungsbedürftig.
Ich habe hier keinen. Ich habe ja für meinen anderen Account hier schon alle Plätze frei und jetzt muss ich wieder aufpassen. Ja, die lasse ich eben fallen. Ich war halt sehr viel krank und allein deswegen konnte ich kaum was machen. Nicht weil das schwere wäre, Stardew Valley zu spielen, sondern dabei zu quatschen. Also es war mir auch kaum möglich, lange wach zu bleiben oder ähnliches. Ach ja, die Truhe will ich bloß einfernen. Weil es ist jetzt schon schwer zu quatschen und dabei zu spielen. Also da braucht man dann immer ewig. Bei meinen anderen Streams habe ich da auch immer ja eine knappe Stunde gebraucht, bis ich da 100% drin war. So, das brauche ich auch nicht mehr. Brauche ich alles nicht mehr fast. Kohle wird auch erst später wichtig, wenn man denn in die Mine geht, die Mixzahl. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, das Community Center natürlich mal schneller, wie sieht es da oben eigentlich aus? Das Community Center auf jeden Fall weiterzumachen. Das habe ich in meinem anderen Stream lange vernachlässigt, bis ich da gesehen habe, was dieses Community Center eigentlich macht. Wie zum Beispiel die Brücke reparieren, die Busstrecken reparieren und sowas. Und das ist natürlich schon wichtig, dass man das irgendwann fertig hat. Ja, das ist halt jetzt erstmal zum Spiel. Ich werde jetzt einmal nur ein bisschen die Aufgaben machen, die ich hier bekommen habe. Die habe ich jetzt auch nicht übersetzt und alles. Das ist halt die Aufgabe, die Pflanzen bzw. die erste Ernte einzufahren. Und das ist die Aufgabe, die Leute kennenzulernen. Darum laufe ich jetzt ein bisschen rum, quatsch die an, wenn ich denn jemanden finde. Ich werde nicht alle anquatschen, das sind jetzt bloß die grundlegenden Leute, die ich halt wirklich schnell sehe, wie hier. Ich werde nicht jetzt bei jedem ins Haus reinstürmen und die anquatschen. Habe ich die Robin jetzt schon erwischt? Nee, ne? Jetzt aber. Ah, der ist die Lea, hoppla. Ja, das sind halt die ersten Aufgaben. Dann noch was. Ich habe ja den YouTube-Kanal. Ich weiß nicht, inwiefern meine Twitch-Biografie da jetzt schon aktualisiert ist. Der M-Tron dürfte aber eigentlich drinstehen. Da werde ich die Streams im Nachhinein hochladen. Also sollte das jemand mal verpassen oder ähnliches und will sehen, was Sache ist, der kann da vorbeischauen. Ansonsten noch eine wichtige Info. Ich habe mich mit dem M-Tron 97, ich muss immer überlegen, welches Jahr der da hat, 97 zusammengetan, der auf YouTube, gute Frage, das weiß ich nicht mehr, ach, kann ich gar nicht anquatschen gerade, M-Tron LP oder Let's Play heißt, bei dem weiß man nie, wie er es schreibt. Irgendwie so heißt er, und mit dem werde ich einen Kanal auf jeden Fall zusammen haben, da wir auch ziemlich viele Sachen zusammen produzieren. Also Rainbow Six Siege ist nur ein Beispiel, es wird irgendwann auch mehr kommen. Also wir sind jetzt noch am Anfang, ich war krank, er ist krank, dann kommt natürlich auch noch das echte Leben dazu. Man hat ja eigentlich nur am Wochenende Zeit zu streamen. Ja, das brauche ich auch direkt. Und in der Woche ist das immer ein bisschen blöd. Man kommt von der Schule oder kommt von irgendwas anderem nach Hause. Was stand da? Heli to for camera to. Okay. Ich werde auch jetzt nicht mehr alles übersetzen, weil das halt der Anfang ist. Also wer meinen anderen Stream gesehen hat, weiß auch, dass ich kein Englischkönig bin. Wenn jetzt so Zwischenfrequenzen kommen, werde ich es übersetzen. Das steht außer Frage, aber ich werde nicht alles übersetzen, weil jetzt am Anfang vor allen Dingen ist mir das viel zu mühselig, nochmal jeden anzusprechen, 10 Minuten übersetzen gefühlt. Das will ich mir nicht antun. Wo ging es nochmal zum Zauberer? Da oben links war das doch, ne? Auf jeden Fall werden wir halt den Kanal zusammen haben. Wir werden da auch ziemlich schnell anfangen zu produzieren. Er hat halt schon einige Videos hochgeladen. Dort wird es wahrscheinlich die Stardew Valley Videos auch geben. Also auf beiden. It's locked, you can have. Okay, auch wenn ich erst den Brief kriege. Moment. Sorry, ich bin immer noch leicht krank, also der Hals kratzt immer noch. Darum versagt die Stimme auch öfters und ich trinke viel. Aber das ist jetzt irrelevant. Halt, wir produzieren so schnell wir können. Aber wir beide sind krank, haben wenig Zeit im Moment. Aber es wird dann auch Rainbow Six Siege geben. Ich bin dabei, ihn dazu zu kriegen, Terraria zu spielen. Weil Terraria überhaupt nicht mein Ding ist. Also, komme ich da jetzt überhaupt noch hoch? Ich habe es probiert, ich habe es auch, aber auf Terraria muss ich erst richtig Bock haben. Aber wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann, nö. Dann bin ich so ein kleines, bockiges Kind und nö.
Darauf habe ich dann eigentlich auch keinen Bock, dass ich da anfange und dann gibt es irgendwie nur jede dritte Woche irgendein Video dazu, weil ich mich da jedes Mal durchringen muss. Da habe ich keinen Bock drauf. Das wäre mir zu mühselig und es ist auch zu mühselig, sich das dann anzuschauen. PM passt man nicht. Ich gehe jetzt auch schon pennen, wegen der Ausdauer schon. Ich habe keinen Bock, die Leute jetzt alle anzuquatschen. Ich werde auch nicht immer die Mission machen. Das ist jetzt ein bisschen viel Informationsschwall und alles durcheinander durch das Spiel. Wie gesagt, es ist schwer, was zu erzählen und das Spiel zu trennen. Da bräuchte man noch ein simpleres Spiel. Also da müsste man fast Ping-Pong spielen. Ping-Pong heißt das so? Dieses alte Spiel, da weiß man wohl Bescheid, was ich meine. Auf jeden Fall. Ja, jetzt ist gut. Den Brief übersetze ich noch eben, bevor ich auf jeden Fall eingehe. I keep. Achso, das ist die Werbung von dem Laden, wo ich von einmal drin war, von dem Pires, ich hasse den Namen auf Englisch, dass der einen Rucksack verkauft, der 24 Plätze insgesamt hat und noch einen Brief. Und zwar, hallo, just back from the fishing trip. Ich bin zurück von einem Angelausflug, ja, down to the beach. Komm doch mal runter zum Strand. Ich hab etwas für dich. Da werden wir eine Angel bekommen. Ich überlege gerade, inwiefern die Angel denn jetzt essentiell ist. So essentiell ist die nicht. Obwohl ja doch, ich vergesse gerade, das ist die Standardfarm. Das ist ja diese wirklich Fischfarm. Also wenn man da jetzt ohne Angel hergeht, weil so viel sieht man auch direkt am Anfang, kann man eigentlich nicht pflanzen. Wenn das hier voll ist, dann hat man hier drüben noch und dann kommt direkt eine Grünfläche. Man muss auch Gebäude bauen irgendwann. Spätestens, wenn man dann anfängt, auf Viehzucht oder sowas zu setzen. Dann geht das nicht mehr. So, eine Truhe habe ich da und die habe ich immer noch nicht gefettet. Das kann doch nicht wahr sein. Das hier wird meine Pflanzentruhe, deshalb kommt die in ein hellgrün. Das sieht zwar irgendwie aus, als wäre die giftig, die Truhe, aber gut, ich lasse da mal stehen. Ich werde jetzt auch die ersten Tage in Stardew Valley damit beginnen, aufzuräumen. Was natürlich aufgrund der Ausdauer mühselig ist. Und einfach lange dauert. Ich probiere diese Rasenflächen übrig zu lassen, wenn ich denn ein Silo habe. Das dauert natürlich erstmal. Man muss natürlich auch Steine, Holz und so sammeln. Spitzhacke. Das ist etwas zeitaufwendig. Und allein wegen diesen Differenzen, weil ich das bei meinem anderen Account schon nicht mehr brauche, ist das immer schwer umzusteigen. Und ich habe auch keine Lust, euch in einen. Beziehungsweise, wenn ihr das wollt, kann ich das machen, aber euch in einen Account mitzunehmen, wo halt schon 24 Stunden Spielzeit drinstecken. Weil da kommt da rein und habt keinen Plan, was ist denn los. Warum läuft denn die Emily da im Haus rum? Warum denn noch der kleine Bub dazu? Soweit bin ich noch nicht, aber so würde es natürlich dann irgendwann aussehen. To the Beach, die neue Aufgabe. Und das will ich euch eigentlich nicht antun. Eigentlich soll das so ein. Jeder weiß, was Sache ist, Ding wären. Zumindest, wenn er gesehen hat, was in den Folgen davor passiert ist. Ich werde mir jetzt auch erstmal die Angel abholen. Das ist ja so eine Art das Tutorial gerade. Man bekommt die ganzen grundlegenden Materialien. Ich warte darauf, dass die Mine kommt, weil ich mit der Mine echt viel machen werde. Die Mine habe ich auch schnell durchgespielt auf einem anderen Account. So, aber jetzt eben eine Zwischenfrequenz. Ja gut, da kann ich labern. Musik ist momentan nicht so wichtig dazu. Kommt auch gerade nicht. Ahoi du! Ich habe gehört, es gibt einen neuen in der Stadt. Es ist schön, dich endlich mal zu treffen. Und sorry wegen Übersetzungsfehlern. Das kam mir immer noch schnell vorkommen. Trying to. Zum Beispiel, da hört es für mich auf. Ich hörte, oder ich versuchte den, versuchte monatelang den Wind der salzigen See zuzuhören. Irgendwie so übersetze ich das jetzt von einem Willi, der, das ist nicht böse gemeint, aber der könnte entweder so ein alter netter Opa von nebenan sein, der einen Süßigkeiten gibt, oder der alte pädophile Opa von nebenan sein, der einen Süßigkeiten gibt. Letzt uns zwiespaltenes Gesicht, okay. Das war ein großer Fang. Ich habe eine Menge Fische verkauft, beziehungsweise eine Menge gute Fische verkauft.
Saved. Am Ende hat es gereicht, um mir eine neue Angelrute zu kaufen. Hier, du kannst meine alte Angelrute haben. Es ist wichtig für mich, dass die Arten der Fische am Leben bleiben. Und hey, vielleicht hast du mal ein paar Sachen bei mir im Shop zu verkaufen. Ja, jetzt diese Zelda-Animation. Du bekommst die Bambusrute oder sowas dürfte das heißen. The Valley. Es ist ein gutes Wetter hier im Dorf. Du kannst allerlei Fische fangen. Oder? Ja, doch, das. Sinngemäß ist das richtig übersetzt, meine ich. Und. Oh yeah, my shop is big. Ja, mein Shop ist jetzt wieder auf. Du kannst jetzt. Ja, Requisiten, Extras, Zubehör kaufen, wenn ich das denn möchte. Das werde ich auch auf jeden Fall irgendwann tun, wenn ich dann die neue Angelroute haben will. Das probiere ich mit dem Angelfestival zu verbinden, das im Winter ist, oder? Ja, scheiße. Ich kaufe alles, was du fängst. So. Wenn es stinkt, verkaufe es. Das war das, was mein alter Vater gesagt hat, oder Papi? Ich schätze mal, Papi, so heißt Vater, immer gesagt hat. Und ich glaube, das war's schon. Ja. Ja, der raucht jetzt entspannt seine Pfeife weiter. Und man kann einmal in den Laden reingucken. Dann sieht man das auch. Ist ein kleiner, bescheidener Laden. So kenne ich die meisten Angelläden aber auch. Ich habe früher auch mal geangelt. Ist nicht so mein Ding zu angeln. Also ich habe nicht die Ausdauer, da so lange ruhig zu sitzen. Und meistens mache ich die Angeln auch kaputt. Leider. Die Brücke muss auch noch irgendwann repariert werden, aber das ist für mich erstmal Nebensache. Ich werde jetzt auch erstmal Sachen sammeln, bis ich denn ins Community Center kann. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich weiß, okay, die wird man irgendwann da brauchen. Da ist einfach die Erfahrung von dem anderen Spielstand mit drin. Am Community Center ist das weiter oben. Ja, dass ich halt nicht alles wegwerfen werde oder so. Ich könnte es natürlich verkaufen, was ich in doppelter Ausführung habe, verkaufe ich dann auch in den meisten Fällen. Es geht mir nämlich auch darum, schnell Geld zu machen, und das sieht einfach schrecklich aus. Das kann ich mir nicht antun. So. So, das Heu will ich auch gar nicht haben. Es sah bloß schrecklich aus, dass das so zugewuchert war. It's locked. Okay, da müssen wir drauf warten, dass die Frequenz mit. Wie heißt er denn gleich? Lewis kommt. Ich meine, das ist der Bürgermeister oder so. Das wird auch irgendwann. Komm, ich meine sogar im ersten Monat noch. Finde ich auch schade, dass es relativ spät erst ist, weil er hat Community Center. Die meisten Sachen, die man dann hier einsammelt, die Blümchen und so, hat man dann schon verkauft oder sowas. Ja, das kann ich jetzt gar nicht so gut machen. Und dann ist meistens schon Ende. Wie viel Holz habe ich? 58. Eine Tour kann ich noch machen. Wenn ich denn das Holz habe. Das eben da rein. So. Ach ja, das Holz wollte ich haben. Und noch eine Schester. Die stelle ich genau daneben. Das geht, okay. So, das ist meine Pflanzentruhe. Das heißt, Holz kommt da raus. Die Saat lasse ich auch erstmal drin. Stein kommt da weg. Ja gut, die Muschel und das Fischfossil, meine ich, heißt das, dass ich da drin, und hier kommt halt jetzt das Handwerkszeug rein, und sieht das bräunlich aus. Ja, das kann man jetzt braun durchgehen lassen. Ja, wie gesagt, es ist mir wichtig, dass das alles gut getrennt ist, dass ich da auch eine Übersicht habe, dass ich da nicht ständig alles suchen muss. Das heißt, es wird auch schnell sein, dass ich da 3-4 Truhen stehen habe, in denen auch nur ein paar Sachen drin sind.
Das ist zwar so gesehen am Anfang Holzverschwendung, aber mir ist es halt einfach nur wichtig, dass ich die Sachen schnell und flüssig finde. Ja, den Stream heute, weiß ich auch gar nicht, wie lange ich den machen werde. Oh Mann, das ist jetzt reingefallen. Ich habe nämlich nachher noch ein Fußballspiel. Noch einer der Gründe, warum es wenig Streams letzte Woche gab. Der Trainer hat angefangen, jetzt dreimal die Woche Training zu machen. Und zwar, da muss ich selbst überlegen, weil das für mich neu ist. Ich hatte bisher immer nur zweimal die Woche. Dienstag, Donnerstag, Freitag und dann am Samstag noch ein Spiel. Das ist mir eigentlich viel zu viel. Unter anderem bin ich seit Dienstag am Fuß verletzt. Da kann ich gar nicht so viel machen. Ich gehe da heute hin, falls wir viel zu wenig sind und spiele. Darum kann ich den Stream auch nicht weiterführen. Aber ich tendiere darauf, dass wir genug sind und ich mich ausruhen kann. Denn mit einer Bänderdehnung Fußball, das ist vielleicht nicht zu empfehlen. So, vielleicht sieht man es da hinten schon, den Brief auf dem Schrein, den werde ich gleich nochmal öffnen und den übersetzen, weil der sehr interessant ist und ich hasse es, wenn der Baum ins Wasser fällt. Eben ein bisschen Platz machen. Man sieht halt direkt, wie wenig Platz man hier hat. Aber so sieht man diese Landschaft auch mal, nicht so wie bei den anderen Streamern oder Videos, die ich halt wirklich nur angeschnitten habe, auf YouTube oder Twitch. Wo man dann nur sieht, wie die da auf dieser normalen Farm spielen und alle sehr weit sind. Das ist ja Kinderwachs. So. Das ist ein Brief für uns von unserem Großvater mit der Inschrift White, warte auf meine Rückkehr. Und so Dawn. Am Ende des dritten Jahres, meine ich. Dawn, ja, unten. Dürfte Ende heißen. Am Ende des dritten Jahres. Ich weiß nicht, ob ich den Stream... Das war die Angel. Da ist sie sehr effektiv. Ich weiß nicht, ob ich den Stream oder die Reihe hier so halten werde, dass ich wirklich bis zum dritten Jahr komme. Natürlich möglich und ich würde mich auch freuen, wenn das klappt. Aber es wird demnächst noch ein anderes, wirklich großes Projekt geben. Und mit groß meine ich, das sollte wirklich auch, genauso wie Stardew Valley, wenn ich denn so weit spiele, mehrere Stunden in Anspruch nehmen oder sogar Tage. Ich habe nämlich vor, mir wieder Assassin's Creed Black Flag frühmorgens Knoten in der Zunge, sorry. Assassin's Creed Black Flag, also Assassin's Creed 4 zuzulegen, das hatte ich nämlich schon mal für die Xbox 360. Da kann man ohne extra Equipment jedoch nicht streamen. Da kann ich nicht hingehen und einfach mal streamen. Und ich weiß, das ist eins der älteren Spiele und eigentlich streamt man sowas, wenn man denn am Anfang, wenn das Spiel gerade rausgekommen ist, ich habe mir das Spiel auch früh geholt, als es rausgekommen ist damals, aber dazu gibt es keine Videos. Und das ist mir eigentlich auch egal, es gibt genug Videos, die man gucken kann. Tja, ich falle da jetzt einfach rein und übersetze das, obwohl das brauche ich gar nicht übersetzen, das sollte man selber kennen, halt dieser Überlebenssnack, neue Saat, die ich herstellen kann und Bäume droppen mehr Zeug, so. Ich werde das dann halt spielen, aber es wird ein Projekt. Kein Projekt im Sinne, wie manch andere das nennt, Projekt, es wird ein neues Spiel geben, sondern es wird wirklich ein Projekt geben, was mehrere Spiele irgendwann beinhalten wird. Und wer meine anderen Videos gesehen hat, der weiß, wie ich mich aufgeregt habe, dass die Spiele früher viel mehr gespielt worden sind. Nur Beispiele Pokémon, Harvest Moon, wo ja hier Stardew Valley quasi Abklatsch ist, wo man wirklich wochenlang gespielt hatte. Und dann ging es eigentlich wirklich nur darum, das Spiel komplett durchzuspielen. Nicht so wie heute so. Ja, Assassin's Creed ist auch ein gutes Beispiel, wo man denn dann spielt, aber die Hälfte beiseite liegen lässt, sondern wenn die Story durch ist, sagt man, ich habe das Spiel durchgespielt, so, das nächste kommt jetzt. Und zwar werde ich dann das mit Assassin's Creed Black Flag anders machen. Es soll nämlich ein Projekt werden, wo ich das komplette Spiel durchspiele. Also mit Black Flag habe ich mir da auch harten Tobak ausgesucht. Wenn man überlegt, mit dem Schiff da durch die Gegend zu segeln und dann da auf jeder kleinen Insel mal einen Halt zu machen. Das wird auch ein Projekt, das wird wahrscheinlich so den ein oder anderen widersprechen. Aber ich habe Lust auf Assassin's Creed. Ich habe da richtig Bock drauf, das zu spielen. Schon allein deshalb habe ich mich dafür entschieden. Ich könnte es jetzt auch spielen für die 360.
Aber ich will den Stream da mitnehmen. Ich will da zeigen, dass man ein Spiel auch heutzutage noch komplett durchspielen kann. Hoppla. Und es wird auch hart für mich, das weiß ich jetzt schon. Manche Sachen einfach 3-4 Mal zu spielen, bis man dann wirklich die 100%ige Synchronisation hat. Also ich werde wirklich alles machen. Also ich werde auch alles durch einsammeln, was durch die Gegend spielt. Ich werde alles bauen. Also ich habe das jetzt schon vor Augen, dass ich wahrscheinlich den Großteil der Zeit einfach nur damit beschäftigt bin, mein Schiff fertig zu kriegen und die legendären Schiffe platt zu machen. Es wird aber wahrscheinlich auch nur manchmal Streams geben, wo ich dann anfange zu streamen. Und dann einfach nur da sitze und erstmal eine halbe Stunde müde Dame oder so spiele, was ich nämlich auch sehr lustig finde, wenn ein Spiel diese Freiheit bietet, dass du dich da mal hinsetzen kannst und entspannt, wirklich entspannt dich da mit einem Typen, der da rumsitzt, duellieren kannst, im Sinne Dame, Mühle und so. Und da habe ich einfach Bock drauf, mich da ab und zu hinzusetzen abends und, ja, abends oder auch nachts am Wochenende oder wenn mal Ferien sind. Und dann 2-3 Stunden oder auch nur eine Stunde damit zu verbringen, das Spiel voranzutreiben. Zum kompletten Durchspielen gehört natürlich auch die Story, also wer die dann noch nicht kennt, der kann dann auch vorbeischauen. Aber die wird halt nicht Hauptgeschehen sein. Ich werde eventuell, also ich streame, aber die Videos wird es halt auch auf YouTube geben. Da bin ich am Überlegen, das eventuell so zu trennen, beziehungsweise zu schneiden, dass ich kennzeichnen werde, ja, ich mache da jetzt eine Story-Mission oder ich mache da einfach rein gar nichts. Wenn ich rein gar nichts mache, dann, beziehungsweise rein gar nichts ist es ja nichts. Rein gar nichts bedeutet dann jetzt in dem Fall, ich sammle alles ein, was ich finde, vielleicht bin ich auch einfach nur auf Tierjagd oder so. Nehmen die Außenposten ein und so ein Kram. Alter, sag ich auch oft M. Immerhin fällt's mir auf. Super. Es handelt sich halt darum, dass das wirklich ein Langzeitprojekt wird. Und ich sag mal so, wenn man Assassin's Creed nur die Story... Das ist vielleicht blöd, den von der Seite anzuschneiden. Ja, gut. Das war noch rechtzeitig reagiert. Wer Assassin's Creed Black Flag nur die Story spielt, eiskalt durch, der hat schon eine Spielzeit von 10, 15 Stunden, irgendwie so. Und das ist für ein Spiel schon nicht schlecht. Aber da kann man ehrlich sagen, das ist ganz solide für ein Spiel. Aber wenn ich da alles spiele, dann gehe ich da, und dort muss ich schätzen, von einer Spielzeit von... da muss ich jetzt selbst überlegen. Allein wenn ich die Story mit einbeziehe und einige Missionen 3-4 Mal mache, dann bin ich schon bei 20-25 Stunden. Wenn ich dann aber sogar noch die Schatzkarten und alles entschlüssele, die ich dann eigentlich ohne das Internet machen möchte, also natürlich mit dem Stream, aber ohne Hilfe von Wikipedia-Seiten oder Spieletipps oder sonstigen Hilfsmitteln, da gehe ich dann mal von aus, könnte sich das Projekt schon auf 100, vielleicht noch mehr Stunden belaufen. Okay, da schuften die noch. Hört sich jetzt viel an, aber dadurch, dass Assassin's Creed auch immer mal wieder vollgepackt mit Action ist, kann man das sich mal wagen? Ich werde es auch auf jeden Fall probieren, komplett durchzuspielen. Mein Ziel ist halt wirklich, alles zu kriegen, also 100%. Ich werde dann nochmal mich erkundigen. Sind 100% jetzt 100% oder fehlt mir da noch irgendwo was? Wenn das nämlich der Fall ist, dann spiele ich auch bei 100% weiter und suche, bis ich denn da wirklich alles habe. Den Multiplayer davon werde ich nicht spielen, denn das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Der Multiplayer von Assassin's Creed ist für die Tonne. Interessant, wenn man da mal reinschauen will, so ein paar Runden spielen, aber ist für die Tonne. Es gibt bestimmt einige, und dazu habe auch ich gehört, bei Assassin's Creed 3, das hat man gerne mal gespielt, zwischen gerne gespielt und ständig gespielt ist ein Unterschied, aber da habe ich mich dann auch mal gerne hingesetzt, weil man das je nach Modus auch mal entspannt spielen konnte. Das werde ich jetzt aber bei Assassin's Creed Black Flag halt nicht tun. Ich weiß auch gar nicht, wann das Projekt beginnt, ich muss erstmal in das Spiel kommen, denn ich finde das Spiel, ja, ein bisschen blöd vom Preis her. Es kostet noch immer 25 Euro für die PlayStation, 20 Euro für die Xbox. Das ist nicht so, dass das jetzt erheblich viel ist. Wenn ich will, kann ich das auch bezahlen. Aber ich bin am Überlegen, ob ich es mir billiger hole, weil ich
Ich bin jemand, der probiert immer Geld zu sparen und so gut es geht halt wirklich am Preis was zu senken und alles. Also ich bin auch jemand, der geht da hin und wenn ich geguckt habe, bei Mediamarkt das Spiel kostet da auf der Internetseite 25 Euros, dann gehe ich da nicht hin und bezahle auf einmal 30, nur weil das da so ausgeschrieben ist. Ich gehe dann da hin und sag denen das und lass den Preis gefälligst ändern. Ja, weil das ist so ein Kapitalismus-Ding, wo ich keinen Bock drauf habe. Ich bezahle nicht mehr, als ich muss. Da kann man sich das dann besser gebraucht holen. Ich habe auch im Bekanntenkreis jetzt nachgefragt, ob da vielleicht jemand ist, der das auch verkauft. Habe ich leider niemanden gefunden. Also es wird sich wahrscheinlich doch darauf belaufen, dass dann das irgendwie bei Mediamarkt geholt werden muss. Ich weiß nur noch nicht, ob ich die 5 Euro weniger dann für die Xbox One zahle. Wo ich dann das Problem habe, dass ich dann halt mit dem M-Tron 97 getrennte Wege im Sinne gehe, denn der weiß dann natürlich auch nicht, ist der jetzt online, streamt der gerade, was macht der denn gerade oder kann auch nicht mal vorbeischauen, denn das ist vielleicht auch eine interessante Sache, den kann man ja bei PlayStation mit SharePlay mit ins Boot holen. Ja, und dann sieht er das, ich kann dann eine Party aufmachen, wo man ihn dann auch hört, wo er dann auch als Kommentator tätig sein könnte. Also der könnte dann auch mal die Schiffsschlacht einfach mal kommentieren oder sowas. Auch wenn er meistens nur Schluss dazu gibt. Also ich habe jetzt nicht gesagt, dass es auch niemand gehört. Ich hoffe, er sieht das Video soweit auch nicht, aber 36 Minuten weit wieder niemals kommen. Ja, das habe ich mir auch überlegt, das wäre dann halt nicht möglich. Und auf der Xbox One habe ich auch das Problem, dass ich die Audio dann über den Fernseher abspielen muss. Worauf ich jetzt gar nicht, daran habe ich bisher gar nicht gedacht, fällt mir jetzt auch erst im Stream ein. Ja, okay, ich werde mir wahrscheinlich doch die PlayStation holen, weil Audio, die Kopfhörer, also beziehungsweise das Headset, ist doch schon sehr empfehlenswert. Nicht, dass ihr dann da irgendwie den Sound doppelt habt, weil mein Mikro vom Xbox One Headset das aufnimmt. Es wird ein paar Spiele geben, die ich nur auf der One spielen kann und werde. Dazu gehört Fallout und Skyrim. Wo ich auch noch was zu sagen wollte, war halt Spiele wie Skyrim oder Fallout. Fallout habe ich jetzt einmal gestreamt, ich meine 1,5 Stunden, Moment, da untertreibe ich jetzt total. Das war fast ein 5-Stunden-Stream, ich wollte einen 10-Stunden-Stream machen, das hat nicht geklappt, ich war fix und fertig nach ein paar Stunden. Ich habe zu früh morgens angefangen. Das war 4 Stunden 48 oder sowas. Ich habe überlegt, Fallout und Skyrim. Eigentlich Spiele perfekt für ein Projekt. Im Sinne, ja, diesmal Projekt im Spieleprojekt. Also, ich muss mir da echt nochmal angewöhnen, das dann wirklich ein Spiel zu nennen, beziehungsweise zum Streamen oder sowas. Auf jeden Fall wären das perfekte Spiele, um da halt wirklich einen längeren Stream draus zu machen oder Let's Plays oder ähnliches halt. Weil man da kann man alles machen, was man will, da kann man sich den ganzen Tag nur ins Dorf stellen und dann mit den Leuten quatschen. Zumindest ist das in Fallout natürlich leichter als in Skyrim, aber ich mag Skyrim sowieso ein bisschen lieber. Aber um auf den Punkt zu kommen, es kann sein, dass ich das bringen werde, aber es kann auch sein, dass ich das nicht regelmäßig bringen werde, sondern nur, wenn ich Bock habe. Und zwar ist es das gleiche wie jetzt mit Stardew Valley, als ich krank war. Ich spiele es auch außerhalb des Streams, zwar meistens mit einem gesonderten Account. Jetzt wo ich krank war, ging es auch nicht anders. Also da war die Stimme am Abschmieren. Ich bin teilweise gar nicht bei, wie soll man sagen, Bewusstsein gewesen, sondern ich habe das Spiel aufgehabt, habe Pause gedrückt und bin dann einfach eingepennt. Was natürlich beim Stream nicht zu empfehlen ist. Dementsprechend kann ich das auch nicht immer machen. Da muss ich mir nochmal immer einen gesonderten Charakter machen, wenn denn sowas auftreten sollte. Ich hoffe natürlich, dass sowas jetzt in nächster Zeit oder generell gar nicht mehr auftritt. Kann man natürlich nicht garantieren. Den Stein nehme ich mit. Aber dann habe ich mir überlegt, dass man dann eventuell sagt, ach komm, wenn ich da Bock drauf habe, ich mache einfach den Stream an. Wer Bock hat. Aber nur wer Bock hat. Also, das ist ja jetzt, man guckt eh nur zu, wenn man Bock hat, aber das ist dann nicht dieses, ja, jetzt mach doch mal das, jetzt hier, du hast das geschafft, dann kannst du jetzt hier und die Rüstung schmieden, sondern, ey, ich spiele just for fun, ich sag sowieso immer, die Spiele spiele ich so, wie ich will, also, das merkt man jetzt schon, ich habe hier die Quest, die Leute in der Stadt kennenzulernen, ne, das war die andere,
Und das werde ich einfach mit der Zeit machen. Aber das wird jetzt niemals so sein, dass ich da hingehe und die alle ansprechen gehe. Das kann man eh besser auf dem Festival oder so machen. Oh, Moment, ich muss gehen. Ah, sorry. Genauso das gleiche wie mit FIFA. Bei FIFA hatte ich jetzt leider das Problem gehabt, ich habe es ein, zweimal gestreamt. Und da kommen direkt die Leute rein. Also die Leute, die sich denken, es gibt in Deutschland, das denken die sich nicht, aber das ist jetzt, was ich daran auszusetzen habe. Es gibt fast immer so um die 500 Streams mehr in Deutschland. Allein FIFA. Das heißt, wer unbedingt ein deutsches Video von FIFA gucken will, beziehungsweise streamt, der kann das. So, da verstehe ich nicht, warum man sich dann bei mir da reinsetzt und da zuguckt und dann am Rummeckern ist, Alter, bist du schlecht und so ein Kram. Alter, warum kaufst du dir den Spieler denn nicht? Du hast doch das Geld und so ein Kram. Nee, meistens spiele ich FIFA vor allen Dingen wegen dem wirtschaftlichen Aspekt. Mir macht FIFA Spaß. Ich spiele es vor allen Dingen, um die Leute da zu kaufen. Die Jugendakademie ist mir ganz wichtig, weil ich das auch in echt so sehe. In der Jugend liegt die Zukunft und sowas. Jetzt habe ich den Geo nicht dabei, scheiße. Ja, und dann finde ich es einfach blöd, wenn jemand direkt reinrennt und in den Stream reinstürmt und einfach nur rummeckert. Ja, auf was für eine Schwierigkeit spielst du? Ist bestimmt nur Profi oder so. Ah ja, und das muss man sich nicht antun. Also. Ich werde das vielleicht noch ein, zwei Mal gucken, wer Bock hat. Es ist jetzt auch wirklich nicht so, dass ich dann Gott bin, das weiß ich selber. Also, es gibt mir jetzt oft genug die Situation, wo ich mich mehr als schlecht anstelle. Da könnte ich mich ab und zu selber für erschießen, wie schlecht ich denn da spiele. Aber ich spiele es, wie gesagt, just for fun. Und wenn ich dann da irgendwann ein, zwei Leute habe, die sagen, ja komm, wir gucken zu, allein wegen der Story. Ja, Story im Sinne von, wie entwickelt sich der und der Spieler denn? Weil das finde ich auch immer ganz interessant. Ab und zu ist es einfach so, wenn ich einen Spieler verkaufe, ich behalte immer im Auge. Also ich merke mir, okay, den habe ich dahin geschickt oder schreibe mir den Namen irgendwo auf. Bei FIFA spiele ich wirklich mit Block, das heißt, ich setze gar nicht so viel aufs Zocken an sich, sondern mehr dieses Wirtschaftsaspekt. Also ich gucke, welche Spieler sollten mehr spielen, ich gucke auch auf die Moral, ich gucke da schon so ein bisschen, dass das realistisch ist. Und dann finde ich es einfach schrecklich, wenn sich da jemand rein in den Stream reinsetzt und dann einfach nur am Rummösern ist. Das soll bei jemand anderen rummösern, der gut ist und dann auf einmal Scheiße spielt. Das ist ja nicht so, dass ich da reinschreibe, ja, hier guckt dem Gott beim FIFA-Spielen zu. Das würde ich niemals wagen, also. Okay, die Frequenz mache ich eben. Obwohl ich das jetzt. Ich mache das jetzt so schnell, ich glaube. Das ist die. Das Museum, beziehungsweise Bücherei. Und der Typ ist am Rumholen. Ja, wir haben nichts mehr auszustellen und sowas. Wir brauchen jemanden, der Sachen spendet und sowas. Wir haben keine. Wie sagt man das denn? Das Übersetzen bringt mir jetzt auch nichts. Sondern wir haben nichts Sehenswertes, keine Attraktion, genau wie manche andere Sachen. Und jetzt haben wir ihm quasi die Hilfe angeboten. Ja, wir können ja zu zweit abmachen. Du bekommst dann auch immer mal wieder was, wenn ich denn eine bestimmte Zahl vorbeibringe an Sachen. Was ich ja jetzt tue, Donate to Museum, Mann, ey. Frühmorgens so viel quatschen, das ist hart. So. Natürlich kann man dann, das ist lustig, also wenn ich jetzt Interesse hätte, die ganzen Sachen nachzuschauen, was sie denn für einen Sinn haben, gehe ich da hin und dann hier. Alamantit, okay, das ist so eine Art schick aussehender Stein, nennen wir ihn so. Also man kann sich die Infos da holen. Das finde ich interessant. Dieses Buch, da habe ich immer noch keine Ahnung, wo das Buch sein soll. Ja, das sind jetzt die grundlegenden Infos, die ich dann einfach gedacht habe, die müssen jetzt irgendwo mal gesagt werden. Vielleicht guckt sich ja noch jemand den Stream im Nachhinein bei Twitch an oder halt bei YouTube. Bei YouTube ist das Problem, der zu hochladen und so dauert da immer ein bisschen. Ich mache das alles per Handy. Es wird auch der Fall sein, dass ich nicht immer was schneide oder irgendwie diese. Ja. Ich will mich da halt nicht abheben oder so, sondern absondern. So, looking for a handsome. Blah, to bring me a sardine. Es ist
immer super, aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt. Ich nehme es mal an. Sardine. Ob ich eine Sardine denn angeln kann, das ist jetzt die Frage. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Toll. Blablabla. Nee, keine Ahnung. Ja, also die Infos. Die wichtigsten Infos ist jetzt gesagt. Ach ja, stimmt, jetzt weiß ich wieder, wo ich war. Wenn sich das auch jemand im Nachhinein anschaut, dann bin ich natürlich auch immer froh drüber. Ich habe ja meistens welche, die da gerne mal vorbeigucken. Ja, aber Stardew Valley wird vielleicht ein Ding, was ich öfter streamen werde, wenn ich denn die Zeit dazu habe. Bei Stardew Valley ist das Problem, man muss sich dann da auch irgendwann trauen anzufangen. Und komm, ist eine Sardine, oder? Nein. Denn man kann lange spielen, wenn man dann einmal anfängt, kann man nicht mehr aufhören. Das Problem ist, dann hat man irgendwie auch die Schnauze voll davon und sagt sich, ey nee, warum denn? Ich habe da jetzt keine Lust drauf. Und da muss man sich da kurz überwinden, das Spiel starten, das musste ich jetzt vorhin auch machen. Ich musste mich auch überwinden, ehrlich, eine neue Welt anzufangen. Ja gut, neue Welt, ich nenne es einfach so wie in Terraria oder Minecraft halt. Da musste man sich jetzt ein bisschen überwinden, beziehungsweise ich. Weil das auch für mich ein bisschen blöd ist, direkt eine neue Welt. Und das ist ein Sunfish. Mann, ey. Ich will eine Sardine. Die Pam kann ich gleich noch anquatschen, wenn ich jetzt schnell genug bin. Das darf nicht wahr sein. Ich hab's wieder vergessen. So. Oh, die hat sich aber gut vorgestellt. Hey du, ich bin Pam. Und geht weiter. Ja, ich hab's ja nicht vergessen. Naja, ach ja, es ist halt Überwindungssache. Also ich werde auf jeden Fall probieren, jedes Wochenende ein Stardew Valley Stream zu bringen. Es wird sich dann wahrscheinlich auch um den Samstagmorgen handeln. Aber das ist für mich so eine Zeit, da kann ich streamen, wenn ich dann wach bin. Also, das ist natürlich, wenn man mal Freitagabend noch weg war mit Kumpels oder so, was mit meinem kaputten Fuß jetzt nicht so gut geht. Dann kann man das machen. Ansonsten kann es auch immer mal wieder passieren, dass ich das dann halt abends mache. Was dann aber auch halb so schlimm ist, denn wer zuschauen möchte oder einfach nur wissen will, wie es denn weitergeht, der kann das am Ende auch auf YouTube sehen. So, ist das irgendwie Sardine? Ist das kein frisches Fisch? Doch, oder? Ja, ich habe ja noch Zeit. Dann gehe ich noch ein paar Mal die Angeln hier im Meer reinwerfen. Vielleicht kriege ich dann irgendwie eine Sardine oder sowas. Es hat den Laden gar nicht auf. Ich gesell mich mal dazu, aber ich bekomme die Angel weiter rein als du. Ja, also das ist so im Großen und Ganzen dann auch alles. Aber man kann sich darauf einstellen, so am Wochenende gibt es auf jeden Fall einen Stardew Valley Stream. Eventuell hin und wieder auch mal Rainbow Six Siege. Da bin ich mit dem M-Tron. Scheiße, ich bin getroffen. Mit dem M-Tron auch am überlegen, eine Art, ja, Trainingslager zu machen. Ja, reden und angeln ist schwer, das ist leider so. Okay, jetzt nur noch den Fisch. Einen Moment, vielleicht kann ich wieder quatschen. Dieses Minigame ist echt fordernder, als man denkt. Es ist auch von der Steuerung echt blöd gemacht. Beziehungsweise, wer es schwierig macht, gut. So, Hering, ja, super. Ja, habe ich sogar noch nie gefangen. Und eine Truhe mit Beid, ja, toll, bringt mir nichts, Köder. Wir haben davor eine Art Trainingslager zu machen, denn wir beide haben momentan total gefallen am Dings gefunden, an der Terroristenjagd. Das könnte allein damit zusammenhängen, dass wir total abgehen, sobald ein Bomber uns anrennt. Wenn ich dann mal die Schreie, die männlichen Schreie von uns denke, wenn du noch dieses vom Bomber hören, wie er da rumatmet, ja, da könnte man schon vermuten, dass da irgendwo ein Mädchen abgestochen wird. Ja, da kann sein, dass da Streams kommen, wo man dann einfach nur Terroristenjagd spielt. Klar, Multiplayer ist viel interessanter, aber wer es sehen will, der sieht es. Es ist ja jetzt nicht so, dass man das damit zumüllt. Also, es wird zwar immer mal wieder. Ja, komm, ich die Fische behalte ich auch erstmal. Ich muss noch eine blaue Truhe herstellen, ich sehe es schon.
was hier vielleicht gar nicht so blöd ist. Ja, also die Terroristenjagd ist klar nicht so spannend wie dann Ranked oder sowas, was wir eh kaum spielen. Was nicht mal an mir liegt, aber ich will die Schuld jetzt nicht an ihn weiterschieben. Sondern liegt einfach nur daran, wir haben nicht ein ganzes Fünfer-Squad, das haben wir selten. Natürlich haben wir ein paar, die dann auch beim Stream mal vorbeischauen würden und dann mitspielen würden, aber ein Fünfer-Squad kriegt man selten komplett zustande, das auch vernünftig ist. Also bei Ranked ist das dann, da kann man dann nicht Comedy durchfließen lassen, da kann man nicht mal Geschichten erzählen. Und bei Terroristenjagd ist das so, du hast nichts zu verlieren und da kann man dann auch mal ein bisschen Spaß beibringen, sonst würden wir bei den Bombern auch nicht so rumquietschen, als wäre man einer Katze auf den Schwanz getreten. Aber das könnte, wie gesagt, auch im Let's Play-Format kommen, die Terroristenjagd und. Oh Mann, das ist der Julia-Mart, bla bla bla, das ist die Meldung, dass die Mine frei ist. Wenn ich mich denn nicht irre. Und da es regnet, gehen wir da auch nicht direkt vorbei. Die Saat ist fertig. Das wollen wir dann auch doch auch direkt mal mitnehmen. So, ich bin jetzt auf fast 50 Minuten. Hä? Hä? Nein. Das tut mir jetzt echt leid. Das Spiel hat sich aufgehangen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Also, ich halte mal ins Mikro. Also, das ist jetzt schrecklich. Gerade konnte ich mich nicht bewegen. Kaum halte ich den Controller hoch an den an ZZ, damit ihr das Klicken hört, dass ich da am Bewegen bin. Kaum kann ich mich wieder bewegen. So, in die grüne Truhe einbehalte ich für das Community Center dann. Aber auf jeden Fall nicht das. Ich bin jetzt auch fast 50 Minuten davon am Reden gewesen, wie es denn mit anderen Sachen weitergeht. Darum werde ich jetzt ein Merk mehr auf das Spiel setzen. Ja gut, gehe ich zuerst in die Mine, obwohl ich das Holz hier lassen kann. Das ist jetzt noch ganz wichtig, bevor man die nächsten Rucksäcke gekauft hat. Hier wird die Truhe. Erkenne ich ja an den Farben eigentlich. Das heißt, ich laufe jetzt zur Mine, die frei sein dürfte, zumindest laut dem Brief, wenn ich mich denn nicht irre. Hol mir da das Schwert ab, das Anfangsschwert, Broken Sword meine ich heißt das, dass ich halt Zugang zu den Minen habe. Danach hole ich mir die neue Saat, ganz wichtig, Saat. Kann ich jetzt eigentlich schon Dünger herstellen? Nein, kann ich noch nicht. Community Center geht wahrscheinlich auch noch nicht. Ja, und dann werde ich die nächsten Tage, wenn es denn regnet, mich auch in die Mine begeben. Oder wenn ich weiß, ich habe nicht so viel zu tun, weil ich die Mine sehr wichtig finde. Man sollte sehr schnell anfangen, seine Werkzeuge zu verbessern. Das bringt natürlich dann auch Vorteile. Auch ausdauertechnisch ist es dann besser, weil die Werkzeuge dafür sorgen, dass man weniger Ausdauer verbraucht. Ich werde das auch immer mal wieder erklären. Also wer das Spiel kennt, schön für ihn, aber man kann es trotzdem immer mal wieder erklären. Ich weiß nicht, okay, das kann ich trotzdem mal probieren zu übersetzen. So halbwegs. Mit der Leiter. Ich habe früher, oder ich habe in diesem alten Minenschacht gearbeitet. Es gibt eine Menge Gefahren, ungefähr so weit, ne? Aber jetzt die Hand eingeschlafen, das darf doch nicht wahr sein. Still heißt doch. Es gibt eine Menge Probleme da unten. Oh Mann, das ist schrecklich, wenn die Hand einschläft. Ey, beim Zocken, das kann doch nicht wahr sein, ey. For so long, ey. Es ist ein dunkler Ort. Und es wird Dinge geben, die dich finden wollen. Hier, nimm das. Du wirst es brauchen. Einen Moment, dafür habe ich das Handy neben mir liegen. Die Nachricht ist sehr lang, ich werde sie kurz lesen, denn die wird mir hier rechts im Stream nicht komplett angezeigt, darum habe ich das Handy hier liegen. Gute Frage, Pacadon, ja, Pacadon, ne, das ist richtig.
Einmal moin und das habe ich noch nicht gemacht. Mann, jetzt habe ich vergessen zu übersetzen. Ja, erinnere dich dran, dass du dich da unten beschützen musst und aufpassen musst. So, du kannst den kaufen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, ich habe sowas gehört. Und das Community Center sollte man machen. Also das ist eigentlich ziemlich essentiell, das zu machen. Du kannst dann zum Beispiel, wenn ich schon hier oben bin, da kann ich das beste Beispiel gleich zeigen. Dadurch kannst du zum Beispiel auf deiner Farm das Gewächshaus reparieren. Du kannst die Busstrecke wieder zum Laufen bringen. Das siehst du jeweils unten unter diesen Bäumen. Also ja, unter diesen Geschenkbäumen. Unter anderem kannst du auch diese Brücke reparieren lassen von den Viechern. Ich weiß jetzt echt nicht, wie sie heißen. Ich wollte sie gerade Minions nennen. Dafür musst du halt einen kompletten Baum damit fertig kriegen. Und es ist halt zu empfehlen, je nachdem. Ich schätze mal, du spielst das Spiel auch selber und deshalb fragst du, dass du dich so lange erstmal zum Boilerraum vorarbeitest, dass du diese Waggonstrecke, ja gut, obwohl ich kann das auch auf dem Rückweg machen, dass du die Waggonstrecke fertig kriegst. Das ist immer zu empfehlen. Die ist zwar teuer, weil du da 2500, 5000, 10.000 und ich meine 20 oder 25.000, irgendwie so viel Geld musst du als einzelne Geschenke da reinklatschen. Ich kann hier auch noch nicht rein, weil ich jetzt erst neu angefangen habe. Sonst würde ich es dir auch zeigen. Man sieht es ja hier, hier fehlt diese Anzeige, die kommt jetzt demnächst aber. Diese Waggonstrecken fertig machst. Damit kommst du in der, kommst du in Stardew Valley viel schneller von A nach B. Ich werde es gleich einmal zeigen. Ich kann sie noch nicht benutzen. Aber durch meinen anderen Account weiß ich natürlich, inwiefern, wohin die führen und auch ein bisschen, was man dafür braucht. So. Also allein diesen Bus kannst du damit reparieren. Damit kannst du dann in die Wüste fahren. Wenn du deine Mine fertig hast, kriegst du deine neue Mine. So, mit diesen Dingern, wenn du die repariert hast, kannst du einmal in die Stadt fahren. In die Stadt heißt, das Geld ist, das Geld, echt, ich merke mir das nicht alles, auf jeden Fall sollte man das machen, weil das bringt einen dann schneller von A nach B. Du kommst damit in die Ärzte. Ja, wie gesagt, das ist ewig her. Mein anderer Spielstand hat 24 Stunden Spielzeit, aber muss man sich mal überlegen. Da weiß ich nicht mehr, was ich in den ersten Stunden getan habe. Ja, auf jeden Fall sollte man das schon machen, weil du damit viele Vorteile kriegst. Du kriegst halt auch dieses, ist das auf der Map links? Ja, das ist auch links, ne? Das Gewächshaus kriegst du damit fertig, das dürfte Queen Horse heißen. Du musst da keinen Schwerpunkt drauflegen, also du kannst das auch so machen. Also ich habe auch sehr lange so gespielt, bis ich's denn... Ich habe immer noch keine Saat gekauft. Ich renne da dran vorbei und kaufe keine Saat. Ich habe auch, ich meine bis zum Herbst beim ersten Mal gespielt, bis ich denn das Community Center richtig realisiert habe, dass man es denn machen muss eigentlich. Denn wenn du es nicht machst, kommst du irgendwann nicht weiter, das steht fest. Schon allein, wenn du deine Mine durch hast, dann kommst du irgendwann, ja, wie sollst du Werkzeuge verbessern, Sprinkleranlage bauen, die besseren und sowas. Da scheitert man dann irgendwann dran. So, oh, hier, die Abigail kann ich noch ansprechen. Das übersetze ich jetzt auch nicht, das sind diese ersten Dialoge, so. Das brauche ich später auch fürs Community Center. Ich habe 14, 2, 3, 8, 4, ja. Also, viel habe ich leider nicht. Was soll's, 10 Stück reicht. Du spielst das Spiel dann wahrscheinlich auch selber. Wie weit bist du denn, beziehungsweise wie lange spielst du das denn schon? So in-game. So, dann nochmal eben die, wie heißt das Zeug nochmal? Cauliflower? Cauliflower, das dürfte Blumenkohl oder so sein, ne? Ja, Blumenkohl. Anpflanzen, da hat man das auch schon mal geschafft. Das ist jetzt ein bisschen blöd und das soll auch nicht total schrecklich aussehen. So. Kommen die Felder eben weg. So. Das wollte ich noch geguckt haben. Habe ich eine Ananas? Ja. Das ist doch eine Ananas. Das sieht doch mal aus wie eine Ananas. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was soll's. Rein da mit. Halt so. Ab und zu funktioniert das Werfen nicht richtig. So. Und hab 30 Stunden. Boah, das ist schon heftig. Und dann hast du das Community Center ehrlich noch nicht fertig.
Ach so, das war. Ach, scheiße. Sorry, das ist früh morgens. Ich bin seit einer Stunde am Stream und ich bin einfach so nebenbei weg. Ich dachte, das war auch eine Frage. Wegen dem Fragezeichen davor war ich ein bisschen daneben. Sorry, dass ich das dann als Frage behandelt habe. Ey, tut mir total leid. 30 Stunden Spielzeit ist nicht schlecht. Da komme ich bei meinem anderen Account auch bald hin. So, ich kann jetzt die Vogelscheuche herstellen und den Basisdünger. Ach so, hast du vergessen. Oh. Ja, gut. Das sollte man nicht. Vor allen Dingen ist immer blöd, wenn du. Das kannst du eigentlich im ersten Jahr fast fertig kriegen. Wenn du da dran. Wenn du siehst, ich sammle jetzt schon die Sachen im Frühjahr und werf die nicht komplett weg. Aber das kann man nachholen. Es gibt ja mehrere Jahre. Aber du bist jetzt im Frühling, ein zweites Jahr, von daher. Die Sachen rechtzeitig sammeln, dann kriegst du das fertig. Das stellt nicht das größte Problem dar. Was will ich da jetzt machen? Hä? Warum gehe ich an die Kiste? So, das Schwert schleppe ich mit mir rum. Es regnet. Dann gehe ich jetzt in die Mine. Ja, das kommt erstmal in die Truhe. Ich baue noch eine Truhe, brauche ich noch. Aber die stelle ich. Doch, die stelle ich jetzt eben hin. Eine Truhe brauche ich noch. Das wird die Waffen- bzw. Ausrüstungstruhe. Die passt hier nämlich noch perfekt hin. So. Da muss bei mir alles geordnet sein. Welche Farbe bekommt Ausrüstung? Ich würde weiß. Weiß sieht man. Nehme ich weiß. So, Angel brauche ich nicht. Die Sichel nicht. Die Spitzhacke wäre nicht schlecht mitzunehmen und sonst. Einmal organisieren. Was zu essen dürfte ich noch nicht haben. Beziehungsweise schon, aber das will ich nicht essen. Gut. Geht's jetzt einfach mal in die Mine. Hast du denn den Bus schon fertig oder wirklich nur die Sachen angefangen bzw. angeschaut und mehr nicht? Ja, ich muss eben einen Schluck trinken. Mein Mund ist total trocken, ey. So, dann sehe ich jetzt, ich habe auch neue Aufgaben. Explore the Mine. So, Reach Level 5, das soll nicht das Problem sein, das kriegen wir vielleicht gleich schon hin. Das Farming Level 1 ist auch nicht das Problem. Ach ne, ich soll eine Vogelscheuche noch herstellen. Und Rising Animals, Bild der Ku Alter, du. Da brauche ich das Handy ja bei dir. Junge, Junge, Junge. Du bist aber fleißig. Das freut mich natürlich. Also so ist das nicht. Der Weg ist auch noch zu. Alter, ohne Handy könnte ich das gar nicht mehr lesen. Nein, natürlich. Ja, ich habe auch mehrere Accounts. Aber ich blick da nicht durch, wenn ich einen Stream-Account mache, wenn man da dann labern muss und alles. Und da ist dann blöd, wenn man kein Schimmer hat, was denn jetzt Sache ist, ne? So, hier sind auch keine Monster. Hier muss man einfach alles aufschlagen. Ich schätze mal, den Tipp kennst du dann auch schon. Ich gehe runter. Wenn du in die Mine gehst, dann kannst du am besten Bomben mitnehmen. Ich würde das jetzt total gerne lesen, aber das war eigentlich dämlich durch die Mini. Aber weißt du was? Ich lese das jetzt. Ich mache die Viecher eben fertig. Die, total ungewohnt, dass sie so viel aushalten. Bei meinem anderen Account habe ich dieses Lava-Katana. So. Also mehrere Accounts habe ich auch. Ich wollte. Du wolltest einen Account machen, in dem du jeden Heiratskandidaten durchnimmst? Muss ich das jetzt in dem perversen Sinne verstehen oder jeden einmal heiraten? Einen, wo ich mich beschäftige. Ach so, ja, das habe ich. Also ich habe auch meinem ersten Account gemacht, um das Spiel kennenzulernen ein bisschen. Habe dann angefangen zu streamen und durch eine Krankheit habe ich dann nicht gestreamt und nur selber gespielt. Ja, also die 25.000 sind happig, aber nach einiger Spielzeit ist das schnell geschafft. Okay. Ja, du hast geschrieben, einmal nehmen, ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich immer pervers denke, aber man muss flexibel denken. Wenn das jemand schreibt. Alle mal testen. Ja, das kann man machen, ne? Solange du das nicht in echt einmal machst, weißt du, jede Frau im Dorf, Stadt oder wo du auch immer wohnst, einmal heiraten und gucken, welche passen am besten, ist das ja okay, ne? Vielleicht findest du im Stardew Valley ja dann noch die wahre Liebe, wer weiß. So. Alter,
Alter, das ist so ungewohnt, dass sie so viel aushalten. Die Viecher kann man hier noch töten, ja. Und mein Rucksack ist jetzt schon gleich wieder voll. Das ist das größte Problem. Es gibt hier auch das Problem bei Stardew Valley auf der Konsole. Ich weiß gar nicht, worauf zockst du eigentlich? Das würde mich noch interessieren. Auf der Konsole ist irgendwie ein Fehler. Also das ist auch außerhalb des Streams so, dass ich die Levelanzahl in der Mine nicht sehe, beziehungsweise die Etage. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt, oben links in der Ecke. Ich habe schon an der PlayStation eingestellt, dass der Rahmen kleiner ist. Und meine anderen Spiele sind jetzt so klein, das glaubt man nicht. Aber es hat keine Auswirkung auf Stardew Valley. Das finde ich ein bisschen sehr schade. Vor allen Dingen in der Wüstenmine. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Weil das da natürlich praktisch ist, wenn man da in so ein Loch reinspringt und dann weiß, wie tief man denn ist. Alter, bis auf dass das Schleim viel aushält. Viel aushält, ist da eigentlich ungefährlich. So, hier mal eben niedermetzeln. So. Den hole ich mir noch eben. Ich gehe da auch runter. Ah, Emily, das ist eine gute Wahl. Habe ich auf meinem normalen Spielstand auch. Die finde ich super. So. Also mein Kollege, das ist sehr ironisch und lustig, der hat die Hayley auf seinem normalen Spielstand. Aber ich glaube, der hat sogar nur einen. Das ist der Emtron 97, der bei anderen Projekten dann auch dabei ist. Und der hat sich dann die Hayley geholt. Und ich, für mich war schon früh sicher, dass ich mir halt die Dings hole. Auch wenn ich erst die Caroline wollte, aber das ging ja leider nicht. So. Normal, blablabla. Dass ihr mein Minenlevel seht, ist auch sehr praktisch. Wenn ich dann später wirklich so weit spielen sollte, dann kriege ich zumindest hier die Info her, wie tief ich denn bin. Das dürfte 4 sein, dann gehe ich nämlich jetzt eine Etage tiefer, dann dürfte ich den Fahrstuhl kriegen. Ja, das ist auf der PS4 ein Fehler. So, das reicht mir schon. Mein Rucksack ist voll, mehr will ich da gar nicht. Ja, also so sehe ich das nicht. Erst die eine, dann die andere Schwester. Sondern er hat die eine, ich die andere. So herum ist das. Ja. Dann wollen wir erstmal die Sachen wegbringen. Aus dem Fleisch kann man Köder herstellen, ne? Aber das braucht man kaum. Das kriegt man auch gar nicht mehr so lange. Kappa-Ohr. Dann dürfte morgen ja der Schmied vorbeikommen. Ich werde jetzt auch wahrscheinlich noch bis 22:30 streamen. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja, bis 22:30 streamen, weil ich noch ein Spiel habe, wie gesagt, schon einmal. Und da wollte ich dann halt rechtzeitig losgehen und mich fertig machen. Clint. Wer ist nochmal Clint? Clint. Habe ich den schon gesehen? Client, Clint, Client. Lustig, dass ich kaum Männer angesprochen habe. Pflanzen, Saft und... Warum habe ich Holz hier drin? Holz gehört zu Baumaterial. Das kann ja nicht wahr sein. Und ich habe den... Also, müsste der Schmied sein, echt? Und ich habe dem, als das Picknick hat... okay... Ja, das ist... Ja. Könnte man jetzt viel zu sagen, aber das ist leider Pech. Das Leidtun ist natürlich auch logisch, aber... Da kann man nichts dran tun. Das Spiel hat leider... Es ist halt, wie ich auch schon in meinem anderen Stream einmal gesagt hatte, sehr interessanter Fakt, dass das eigentlich ein Ein-Mann-Projekt war und ich schätze mal immer noch ist. Ja, komm, das ist... Hier ist meine Ausrüstungstruhe. Da können... Kann Monster-Loot auch mit rein? Ja, komm. Wenn da Waffen reinkommen, kann auch Monster-Loot rein. Ein Ein-Mann-Projekt, da muss man sich mal überlegen. Ein Mann hat das alles gemacht. Und da kann man ja wohl wirklich einen Hut nur vorziehen. Das Spiel hat so wenig Speicher, aber so ein riesen, so eine riesen Masse an Sachen, das erschlägt dich eigentlich. So, morgen kommt der, dann kann ich schmelzen. Habe ich noch was zu tun? 1.30 Uhr, das ist mir eigentlich viel zu früh, um aufzuhören. Ich kann noch ein paar Mal die Angel reinwerfen. Oder Holz kann ich sammeln. Holz ist immer gut. Holz ist eine super Sache. Habe ich leider schon so gut wie alles abgemäht, oder? Ja, hier noch. Na, komm, jetzt aber.
nein, das könnte der Schmied sein, echt. Aber mein Schmied war ich schon. Wenn das der Schmied ist, dann habe ich den doch, oder? Hä? Ich habe mir... Okay, den als... Während er arbeitet anzusprechen, beziehungsweise ein Geod aufmachen lassen, gilt nicht als kennenlernen. Oh ja, das... Ich weiß gar nicht, also reich... Reich ist er wahrscheinlich im übertragenen Sinne schon, aber der kann davon sicher sehr gut leben sogar. Und Geld bekommt er immer noch. Aber ich weiß nicht, inwiefern der halt noch andere Projekte jetzt macht. Ich weiß halt nur durch andere Infos, dass der halt das Spiel alleine gemacht hat. Und da ziehe ich den Hut vor und dafür kann man das Geld auch verlangen. Also der hat da, was war ich meine, 6 Jahre oder so dran gearbeitet. Kann das hin? Ja, ich meine 6 Jahre oder so. Und, aber muss dazu auch sagen, viele Sachen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich weiß ja nicht, welche Altersklasse du bist. Aber solltest du Harvest Moon kennen, vor allem für den DS, dann merkt man schnell, dass das relativ abgekupfert an vielen Stellen ist. Weil das ganze Spiel eigentlich Harvest Moon heißen könnte. So, Pflanzen da drüben, hier. Das kommt da rein, Saft. Ich freue mich auch schon, wenn ich endlich den Dünger herstellen kann. So, das ist für mich genug Arbeit für heute gewesen. Da gehe ich pennen. Ja, das finde ich echt blöd. Aber wenn du sagst, dass die Pokémon-Fan-Entwickler noch nicht so diskriminiert werden, dann bist du 100 Pro noch nicht so alt. Wenn du Pokémon noch so kennst, ja, dann kannst du nicht so alt sein. Cherry Bomb. Das beste Harvest Moon meiner... Also ich hab Harvest Moon für DS gespielt. Ich meine, das hieß auch nur Harvest Moon. Und das war für mich das beste Harvest Moon. Also ich habe sehr lange gespielt, stundenlang, wochenlang. Also das war früher so, ich kam von der Schule, Hausaufgaben beiseite geworfen, nicht mal angerührt und direkt angefangen am DS zu zocken. Aber eine GameCube habe, beziehungsweise hatte ich damals auch und habe ich jetzt hier auch noch stehen. Leider kommen Spiele. So, jetzt der Schmied. Ja, der Schmied heißt Kain. Oh, hi du, guten Morgen. Ich habe einige Steine aufgebrochen und habe Erz gefunden. Das ist gut. Ach nee, der hat gehört, dass ich das getan habe. Hoppla. Da habe ich ein bisschen was durcheinander. Jetzt ist ehrlich okay Google angegangen. Also dieses Google-Ding. Wenn du weiterhin oder ja, wenn du weiterhin Erze findest, dann musst du einen Ofen haben. Beziehungsweise brauchst du einen Ofen. Aber es würde dich freuen, wenn ich eine Blaupause habe. Wenn ich eine Blaupause hier habe. Blaupause heißt so viel wie Bauplan. Also, das ist, glaube ich, bekannt. So. Jetzt kann ich diesen blöden Ofen herstellen. Das schmelzt Metallbahn. Er schmelzt Metallbahn, beziehungsweise generell Bahn. Spaß, keine Lieber. Ja, es kann zum Bauen, Craften und Herstellen gebraucht werden. Ja, das kennt man ja wohl. Du brauchst 5 Kappa-Ohr. Having the upgrade. Ach ja, nee, das ist die Meldung, dass man 5 Kappa-Ohr-Bars sein Werkzeug aufbessern kann. Gut, okay, take it easy. Okay, take it easy, ja, mach dann mal gut oder so. Ne? So, ich habe noch ein Briefchen bekommen, da gucken wir auch noch mal rein. I see you. If you could. Okay, jetzt die Aufgabe. Er hat mich gesehen, dass ich mich in den Minen gar nicht so blöd anstelle und dass in mir die ja, Spirit, Energie, der Geist eines Minenarbeiter, Abenteurers steckt. Und die nächste Aufgabe lautet 10 Schleime töten. Das werde ich auch machen, weil ich sehr schnell den Insektenkopf von denen kriegen möchte. Was mich jetzt ein bisschen verschört, dass es wirklich so viel regnet. Beziehungsweise stören kann man da jetzt gar nicht sagen. Also, was brauche ich? Ich brauche wie viel nochmal? Blablabla. Crafting da. Nein, hier. Nein, da. Jetzt. Stone und Kappa Ohr habe ich nicht mal genug von. Stone schon, aber sonst nicht. Das heißt, ich gehe an die Truhe, lasse das Zeug hier und gehe nochmal in die Mine. So. Und. Ich nehme wieder mal nichts zu essen mit. Also. Für die ersten Level ist das unbrauchbar. Spätestens, wenn man drüben in der Wüste in die Mine geht, dann braucht man was zu essen. Oh Mann, ist das schrecklich mit diesem riesen Schleim dort.
und wie gesagt, ich werde jetzt noch eine knappe Viertelstunde streamen, vielleicht auch ein bisschen länger, je nachdem wie lang der Tag dann ist. Zwei, drei Tage bekomme ich noch hin und dann werde ich den Stream für heute, nicht unbedingt, aber für den Morgen auf jeden Fall bringen. Scheiße! Ey, danke, dass du mir das schreibst, bevor ich da bin. Das war jetzt ein Dank. Denkfehler. Ja, ist schrecklich. Alter, jetzt das Hin- und Herlaufen ist nervig. Danke, dass du es mir geschrieben hast. Spätestens in der Mine wäre es mir wahrscheinlich aufgefallen. Ja, die Steinhacke ist praktisch mitzunehmen. So. Habe ich irgendwie, ja. 10 Slimes. Craft. Ja, und Level 14 in den Mines. Das sind nicht die schwersten. Aufhaltstruhe sind nicht die schwersten. So, die Sichel, logisch, die braucht man nicht. Das kann ich mitnehmen. Und die Spitzhacke kommt mit. Ja, ich habe die Spitzhacke. Ich habe noch dreimal nachgeguckt, ob es wirklich die Spitzhacke ist. Nicht, dass ich da gleich stehe und dann, ja, mit dem Küchenmesser oder sonst was da rumstoche am Stein. Jetzt erstmal wieder hinlatschen. Alter, ist das nervig. So. Dann bin ich ja auch gleich schon da. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn ich endlich das Community Center habe und ich die Loren fertig habe, womit ich schneller von A nach B komme. Ach ja, Level 5 habe ich ja. Und ich finde es echt super, dass du auf jedem 10. Level hier jeweils so ein kleines Präsent kriegst. Aber ich hasse es, wenn es dunkel ist. Ich hoffe, ihr seht was. Ich weiß nicht, inwiefern der Stream den Kontrast einfängt. Ich sehe noch ein bisschen was. Aber für mich reicht es. Und da ist sogar die Leiter. So, noch besser. Und gelber Schleim. Hier gibt es ja echt bunteste Schleim, ey. Komm du mal her. Da komme ich gar nicht durch. Jetzt aber, komm her. Oh, da unten ist die Leiter. Die hab ich gerade erwähnt. Oder bin ich einfach wieder so blöd und hab's direkt wieder vergessen? Ich bin morgens einfach noch vergesslich. Das ist leider so. Die Dinger finde ich so schrecklich. Ab und zu schlage ich die auch mit der Spitzhacke kaputt, so dass die einfach wegrennen. Aber ich find's lustig, wenn die Krabbe von den Trap, die kannst du einfach einsammeln. Die springt dann hin und her. Geld habe ich gefunden. Du hörst dich ja schon wie so ein Experte an. Weißt du, wie teuer das Backpack war? Ich meine 2000, ne? 2000 oder 2005, weiß ich gerade nicht genau. Ist auch eigentlich egal. Ich sehe es ja dann spätestens, weil ich finde es schon wichtig, dass man die Rucksäcke schnell hat, weil dann kommt man in den Minen einfach viel schneller voran. Soll sich hier nochmal durchkämpfen? Ich schlage auch jetzt nicht alle Steine kaputt. Das wäre Ausdauer ohne Ende, die ich dabei verschwenden würde. Ja, 2000, 10.000 wusste ich sogar noch. Den habe ich vor kurzem erst gekauft. Aber 10.000, stell mal vor, du würdest den echt auch so in den Laden gehen und müsstest 10.000 Euro für einen Rucksack bezahlen. Alter Schwede, das wäre ein Ding. Aber ich kenne ja wohl diese Luxusrucksäcke. Ich habe auch so einen Wanderrucksack. Die kosten dann auch schon mal so fast 1.000 Euro, wenn du so einen richtig guten haben willst. Aber sonst, eigentlich sind die billiger, die Dinger. Kappa-Ohr habe ich jetzt 9. Reicht für diesen Drecksofen, das ist nicht schlecht. Die Fackel nehme ich mal mit. Die kann man immer mal gebrauchen. Oh, hier sind diese fliegenden Viecher noch so schön. Und dann drüben in den anderen Minen kannst du sie gar nicht mehr töten. Zumindest noch nicht. Das ist so schrecklich. So. Da ist Kappa-Ohr zum Mitnehmen. Zum Mitnehmen, nicht zum hier essen. Die Leiter nehme ich noch nicht. Aber die Zeit ist mir momentan auch egal am Tag hier in Stardew Valley. Nö. Kleine Zicke, komm mal her. So, und jetzt bist du feige, ha? Huh? Ja, was jetzt, ha? Huh? Das ist die große Fresse und wenn das Häuschen weg ist, dann ist er still. Und schluckt trotzdem einfach alles. So, okay, da unten war dieser blöde Stein. Aber das ist echt blöd, dass ich mein Minenlevel jetzt nicht sehe. Ich kann es mir zusammenreimen. Ich sehe jetzt die 7.
aber man sieht es halt nicht richtig. Und halt drüben ist das schwer, wenn du dann auch keine Ahnung hast, was dein voriges Level war, wenn du auf einmal so 7 Level runtergefallen bist, dann musst du eigentlich immer mitrechnen, auf welcher Etage du jetzt sein müsstest. Was dann vor allem bei den größeren Leveln in den Minen immer schwer ist. Alter, ist die Mine mal so leicht? Wann habe ich gar nicht mehr in Erinnerung? Was mich jetzt interessiert, wie viel Schaden macht dieses blöde Schwert eigentlich? Das Schwert macht 2 bis 5 Damage. Juhu, mein anderes Schwert in meinem anderen Account macht, ich meine, 54 bis 68 Damage oder so. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Da würde so ein Schleim hier wahrscheinlich nicht mal das Angucken vertragen. Okay. So, die Etage habe ich auch. Eine Etage noch, dann bekomme ich diese Trickstruhe. Quarz auf jeden Fall immer mitnehmen, ey. Quarz finde ich echt super. Das kannst du super einschmelzen. Und es dauert auch nicht lange, im Gegensatz zu Gold und Silber dann am Ende. Aber ich habe meistens so 5 oder 10 Öfen da stehen bei meinem anderen Account. Die reiße ich immer mal wieder ab, je nachdem, was ich gerade mehr brauche. Allein damit ich dieses Material, was ich bekomme, schmelzen kann. Das dauert sonst ewig. Das ist jetzt ehrlich so ein blödes Level, natürlich. Hier will ich jetzt die Zeit nicht verlieren. Da will ich die Zeit nicht liegen lassen. So. Und? Immer noch nicht scheiße. Willy. Das kann nicht dein Ernst sein. Und die Truhe hier. Komm. Und Schuhe. Oh, Schuhe. Da freue ich mich immer drüber. Richtig schicke Lederboots, ey. Einmal Defensive und einmal Immunität. Für den Anfang nicht schlecht. So, ich habe jetzt 3.50 Uhr, aber mein Inventar ist voll. So. Aber ich will immer die Lore nehmen. So. Dann, ich weiß nicht, einen Tag mache ich noch. Nach diesem Tag, wenn ich den beendet habe, mache ich den nächsten darauffolgenden Tag noch, den 8. So, jetzt ist es leichter verständlich. Habe ich dich schon angequatscht? Ich glaube nicht, ne? Linus heißt der? Der hieß Linus, oder? Linus heißt bei uns ein Schwimmbad in der Nähe. Das ist immer geil. Alter, ich hasse M. Warum sage ich immer M? Und das ist das gleiche, wie wenn ich ein Referat in der Schule halte und alle sich dann darüber aufregen, dass ich ständig und sage. Mein Lieblingswort. Ich habe einfach keinen Bock, alles zu erzählen und sage dann einfach nur und. So, der Tag ist noch jung. Naja, so jung auch nicht mehr, aber ein bisschen wackeln. Wackeln hier rein. Euch kann ich noch nicht mitnehmen. Werkzeuge, ne? Euch Werkzeuge. Rein. Das kommt alles mit. Das verkaufe ich noch eben. Irgendwo muss das Geld ja herkommen, ne? Man will ja nicht das ganze Leben lang pleite sein. Was brauche ich für einen Ofen? Für einen Ofen brauche ich 25 Steine und 20 Kapperohr. Kann ich einen Barren herstellen? Ja, ich stelle die einfach mal hier oben hin, ey. Geht das? Geht nicht, okay. Stell ich sie hier oben erstmal in den Fluss ran. Also, es gibt genug Plätze zum Angeln. Unten lang komme ich noch. Ja, jetzt habe ich keine Kohle dabei. Das ist ja. Das darf ja nicht wahr sein. Stein einmal. Obwohl ich das Quarz im Nachhinein noch schmelzen könnte. So. Dann beende ich den Tag hier jetzt erstmal. Ich warte, ich bleib da jetzt nicht stehen und bis das Zeug fertig ist, da habe ich echt keinen Bock drauf. Soll es denn eigentlich morgen regnen? Ich habe das Gefühl, auf dieser Farm regnet es mehr als auf der normalen Standardfarm. Also, ich habe mir das jetzt nicht hundertprozentig durchgelesen. Ich wusste halt, dass hier mehr Wasser und so ist. Survival Burger, super.
Aber ich hatte jetzt keinen Schimmer, inwiefern sich das aufs Wetter auswirkt. Aber ich freue mich natürlich über Regen, muss man nicht immer gießen. Gegen Ende des Jahres sollte ich zwar eh die Sprinkleranlagen haben, aber bis dahin will ich auch nicht warten. Und das ist das Einzige, was mich so, abgesehen von diesem zu kleinen bzw. zu großen Screen nervt. Die Ladezeit nach dem Schlafengehen ist immer so lange. So, hier im Brief. Blablabla. Old Cottage when we first meet. It's really a nice little horse. Help you. Moment, so fest. Also das übersetzt. Ach ja, das übersetze ich jetzt nicht komplett. Die Robin, die zuständig für das Verbessern der Häuser und für das Bauen der Häuser ist, sagt uns, dass das ein schickes Haus ist, dass sie da wohl früher auch ein paar Mal drin war und dass sie uns anbietet, das zu verbessern, wenn wir denn Materialien und Geld vorbeibringen. Das ist wie mein Gedanke. Komm, rein damit. Rein. Jetzt gieße ich hier noch eben. Den Tag mache ich jetzt aber auch nicht so lange. Ein paar Blümchen gieße ich hier noch. Ich habe jetzt auch kein größeres Feld angelegt. Wenn ich wollte, hätte ich ein viel größeres Feld machen können, aber es wäre mir zu viel Arbeit gewesen, jetzt auch ausdauertechnisch. Dann habe ich einfach kein Holz und alles. Was kann ich denn jetzt eigentlich craften? Die Vogelscheuche. Kohl, Holz und Treiber. Treiber ist, wenn dann hier 61. Es ist blöd, wenn man am Anfang so einen Verlust hat, das stimmt schon darum. Oh, ich komme mit meinen eigenen Truhen nicht. Klar, das darf ja nicht wahr sein. So. Das Zeug ist immer noch nicht fertig. So, Holz ist Mangelware. Irgendwann auch noch Steinweg hier. Ich will auch ein bisschen dekorativ am Ende werden, also. Es ist auch so, dass ich irgendwann dafür sorge, dass hier die Felder nicht nur so aussehen. Also die werden dann von Steinweg und so umrandet sein. Ich nehme jetzt auch nur Steinweg, weil ich auf meinem anderen Account an der Rem. Das darf nicht wahr sein, ehrlich. Auf meinem anderen Account, das darf echt nicht wahr sein. Festgestellt habe, dass mir das Holz irgendwann einfach bei weitem fehlt. Also da habe ich ständig gehabt, dass ich kein Holz mehr hatte, aber Stein, allein durch die Bomben dann später in den Minen, hast du so viel Steinverrat bekommen. Das finde ich blöd, das müsste eigentlich auch mit einem vorgezogen werden, wie diese Saat. So. Sieht schon mal etwas besser aus. Steinweg tun wir auch erstmal hier rein. Oder wie heißt das? Raffinaid-Quarz. Reiner Quarz, Mann, nennen wir es so. Ja, Kohle habe ich hier noch. Ich gehe jetzt auch einfach nur ein bisschen Holz hacken. Ich weiß nicht, ob ich das ganze Quarz heute noch fertig kriege. Da hinten steht auch ein Bäumchen. Ich werde mir wahrscheinlich auch eine Insel suchen, auf der ich dann die Bäume stehen lasse, wenn ich dann im späteren Spielverlauf Scheißbaum. Ehrlich, ein Scheißbaum war das. Was wahrscheinlich dieser. Obwohl, wie sieht der Abschnitt da hinten aus? Irgendein Abschnitt, da werden Bäume stehen bleiben. Mann, ey. Da würde ich da, hier, wie heißt das Zeug denn? Diesen Sirupfänger hinbauen kann. Das mache ich doch da hinten. Dann nehme ich den noch mit. Hier kann man super zwei, drei größere Felder hinpacken. Oh Mann, ich kann ehrlich kein Holz mitnehmen. Das merke ich jetzt erst. So. Weg, weg und wieder weg. Das Schwert lasse ich jetzt erstmal hier. Das brauche ich ja nicht, wenn ich hier auf meiner Farm rumhantiere. Quarz eben aufstocken. Runde laufen und den kleinen Quarz da wieder reinwerfen.
weiß ehrlich noch nicht, wofür ich diesen reinen Quarz brauche. Ich habe den bei noch kein Bauprojekt oder so gesehen. Zumindest nicht mehr, dass ich wüsste. Was war jetzt? Spitzhacke? Nein, Axt. Und Baumfeld kommt. Ja. Ah Mann, ich hasse es, wenn man ständig von Spitzhacke auf Axt wechseln muss. Das ist so, ja, mühselig auch. Also, tut mir schon fast so leid, so einen kleinen Baum zu fällen. Ich bin ja auch jemand, der auf die Natur achtet und sowas. Aber hier im Spiel ist mir das echt größtenteils egal. Wenn der Baum mir Platz wegnimmt, dann will ich den haben. Würde ich ihn echt jetzt nicht unbedingt machen. Vor allem, weil ich Bäume mag. Ich kletter gerne auf Bäume. Das ist immer noch eine Vorliebe. Wenn ich denn mal im Wald bin und da ist so ein schicker Baum, dann macht man auch mal den Affen da oben. Fand ich auch früher schöner, wenn die, als die Kinder nicht immer hier zu Hause waren und so. Also ich, mit Kindern rede ich jetzt wirklich so von 8-Jährigen bis, ja, bis fast 14-Jährige. Das sind für mich noch Kinder so. Das, der Rest sind fast Kleinkinder. Fand ich schöner, als die damals noch rausgegangen sind und im Wald spielen gegangen sind und sowas. Und dann heute sieht man sie ständig mit dem Handy durch die Gegend rennen und so. Aber das sind Sachen, die sehe ich nicht so gerne. Kann man nichts gegen machen, da haben dann natürlich die Eltern den Einfluss drauf. Aber es ist auch schade, wenn sie dann nicht wissen, wie das ist, wenn man da mal nach einem anstrengenden Tag nach Hause kommt, ne? Die lernen das dann erst später in der Arbeitswelt. So, die Kohle kann weg und das. Ich hole mir jetzt hier noch die restlichen Steine ab und fällt vielleicht noch einen Baum. Einen Baum kann ich noch fällen. Hier liegen die Steine, stimmt. Das sieht man. Man sieht sie, aber ich habe sie trotzdem übersehen. So. Ich schaue es aus, welchen zwei große Baumstämme hier drauf liegen. Moin Extrem 1993. Ausdauer habe ich noch. Ein paar Steinchen nehme ich noch mit. Das, der Ofen dürfte jetzt auch fertig sein. Oder der Ofen. Ist der fertig doch eigentlich schon? Quarz brauche ich nicht so lange. Da ist es. So, wie spät haben wir es denn jetzt gerade? Peter, ich weiß nicht, du meinst wahrscheinlich auf dem PC, oder? Ja. Auf. Ich spiele auf der Konsole darum, also. Ich habe ehrlich lang geguckt, ich hasse Englisch. Am PC hätte ich wahrscheinlich auch alles dafür getan, das dafür zu haben. Also, das Lustige ist extrem. Das ist ja im Prinzip die PC-Version, weißt du, wenn du dir das hier anguckst. Das ist kaum ein Unterschied zur PC-Version. Ich habe sogar ab und zu das Gefühl, dass ich dieses Error-Geräusch vom PC im Hintergrund höre, was man bei XP ständig hatte, so Holz hier rein. Hier hin. So, der Tag, der ist noch ein bisschen. Was habe ich denn so? Irgendwas, was Emily gefallen könnte. Hier, Fleisch, das darf nicht wahr sein. Falsch, einmal falscher Kiste und dann, ich glaube, das schenke ich mal Emily. Da freut sie sich doch bestimmt drüber, ey. Weil ich, das macht man immer bei seiner Frau, weißt du, oder Mädel, was man mag, da geht man hin und klatscht ja dann so ein Stück Fleisch vor. Die Muschel will ich nicht weg. Ich gehe mal gucken, ob ich dieses Community Center jetzt inzwischen frei habe. Wenn ich davor stehe, könnte ja die Frequenz kommen. Dürfte eigentlich schon kommen, wenn ich hier rüber gehe, ne? Und... nein, leider nicht. Ich gehe mal mit dem Louis sprechen. Vielleicht sagt er da was zu oder so. Da steht er ja sogar. Also man kann sich jetzt drauf einstellen, sobald ich gleich hier im Spiel pennen gehe, werde ich den Stream auch beenden. I need a cup of soup. Ne, da habe ich jetzt keinen Bock drauf.
Werde ich beenden, einfach nur, weil ich mich gleich fertig machen muss, dann auf dem Weg zum Platz bin, da ich ja wie mehrfach erwähnt das Fußballspiel gleich noch habe. Jody und Caroline, die hätte ich auch gerne als Frau gehabt, aber es geht nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Oh, hier die Emily, die können wir noch eben kennenlernen. Da kann man sich auch drauf einstellen. Der werde ich auf jeden Fall die ganzen Geschenke machen, mit der werde ich zusammenkommen. Das steht mir jetzt schon aus der Frage. Aber das werde ich mir auch gar nicht anders überlegen. So ein bisschen Geld machen. Hier den ganzen Quatsch einsammeln. Da kann ich nicht rein. Ne? Ist das L jetzt raus? Ah, ich dachte, der Angler wohnt da auch drin. Beziehungsweise wohnt da drin, nicht auch. Bin ich der Einzige oder sieht das aus, als ob man da irgendwann durch kann? Bestimmt. Ich habe halt eine Spielzeit von fast 25 Stunden, aber wenn man ehrlich ist, kaum eine Ahnung vom Spiel. Also nicht auf dem Account, auf meinem eigenen Account. Also das muss man eigentlich immer dazu sagen. Ne? Das wäre komisch, wenn ich nach 25 Stunden Spielzeit nicht mal ansatzweise den Frühling übersprungen hätte, beziehungsweise Sommer oder ähnliches erreicht hätte. Bin ich nämlich immer so. Obwohl mein Kumpel, das hasse ich. Ehrlich, ich habe den gesagt, der soll sich. Und wieder geht Google an. Ich habe den gesagt, der soll sich Fallout mal holen. Das ist ein geiles Spiel. Und dann haben wir auch immer so zusammengespielt. Ich bin da zu dem gegangen. Damals habe ich Xbox gespielt, er PlayStation. Und wir haben einfach uns nebeneinander gesetzt mit Fernseher, ne? Und der hat dann immer, wenn er Pause gemacht hat, beziehungsweise Essen war oder sowas, den Pip-Boy aufgemacht. Also quasi das. Wobei die Spielzeit im Spiel aber weitergelaufen ist. Dementsprechend, wenn ich gefragt habe, was für eine Spielzeit hast du? So, der hat kaum was geschafft, aber hatte auf einmal eine Spielzeit von fast 100 Stunden. Und dann hat er sich immer so cool gefühlt dadurch. Das verstehe ich gar nicht. So, hier die Sachen nehme ich noch. So, meine Ausdauer ist weg. Ich habe nicht mehr viel zu tun. Ich schmeiß noch den Rest hier rein. Sortiere das Werkzeug und dann gehe ich schlafen und beende den Stream. Jetzt habe ich fast 15 Minuten länger gemacht, ne? Kann ja noch mal kurz gucken. Wie soll das Wetter denn werden? Beautiful and sunny tomorrow. Das ist doch mal nicht schön zu hören. Ich mag Regen lieber. So. Dann bedanke ich mich für alle, die zugeschaut haben. Das gucken wir uns noch kurz an. Nicht viel, also später ist das mehr, wenn ich überlege, dass ich bei meinem anderen Account, da habe ich zum Kumpel gesagt, der meinte, 25.000 kriegst du nicht mit der ersten Ernte. Aber ich hatte dann so viele Felder mit Sprinkleranlagen und so. Ich bin da hingegangen und hatte hier fast nur mit Bohnen bei Farming 25.600 oder so. Und da hat er auch blöd geguckt, da habe ich direkt einen Screenshot von gemacht. So, jetzt eben speichern und ich wiederhole mich nochmal. Ich bedanke mich für alle, die zugeschaut haben. Vielleicht... Ganz vielleicht gibt es heute Abend nochmal einen Stream. Ich weiß nicht, wie kaputt ich nach dem Spiel bin und alles. Oder ob ich nochmal mit einem Kumpel weg bin. Aber ich gehe davon aus, dass es heute Abend auf jeden Fall noch einen Stream gibt. Ob es Stardew Valley ist, weiß ich nicht. Es könnte halt auch Rainbow sein. Oder vielleicht auch was ganz anderes wie Skyrim, Rainbow. Rainbow sage ich nochmal. Skyrim, Fallout oder sowas. Aber das sind beides Titel, die ich dann eher zwischendurch spielen werde. So, das Bild ist jetzt natürlich weg. Trotzdem, danke fürs Zuschauen. Ciao.